Ja, hallo, seid mir gegrüßt. Ich möchte euch heute meine Flop 5 Spiele des Jahres vorstellen. Spiele, die ich richtig kacke fand oder die mich auch einfach nur richtig enttäuscht haben. Ich werde aber nur über Spiele sprechen, die ich auch wirklich selber gespielt habe. Es gibt auch andere Spiele, die recht weit oben auf der Liste landen würden, wenn ich sie gespielt hätte. Zum Beispiel Call of Duty Vanguard, das neue. Ein absolutes Katastrophenspiel meiner Meinung nach, aber ich habe es nicht gespielt, also landet es nicht auf der Liste. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Auf Platz 5, New World. Ich habe mich so ein bisschen auf New World damals gefreut. Ich wollte mal wieder einen Charakter erstellen, den ich ein bisschen leveln kann, mit dem ich looten kann und wo ich auch tatsächlich sehe, dass ich mich weiterentwickle in einem Rollenspiel. Ich hatte gehofft, dass New World mir das bieten kann, dem war leider nicht so. Es hat mich unendlich gelangweilt. Die Quests waren allesamt todlangweilig. Es war immer das Gleiche. Geh zu Punkt A, töte 20 Gegner, geh zu Punkt B, töte 10 Gegner und sammle diese Dinger ein. Es ist unfassbar langweilig gewesen. Das Questdesign, ich habe noch nie so ein schlechtes Questdesign erlebt. Und vor allem die Laufwege. Man läuft die ganze Zeit nur durch die Gegend. Gott sei Dank gibt es diese Taste, mit der Charakter selbstständig weiterläuft. Ansonsten wäre ich wirklich wahnsinnig geworden. Hinzu kommt, dass ich mit Level 48 sämtliche Quests erledigt hatte und nichts mehr zu tun hatte und nicht wusste, wie ich weiter leveln soll. Im Grunde blieben mir drei Möglichkeiten jetzt übrig. Entweder ich mache die Townboard-Quests, das heißt Quests, die sich in jeder Stadt befinden und die man halt grinden kann. Zum Beispiel, sammeln Holz oder sammeln Stein für die Stadt. Ich hätte auch weiter die Dungeons laufen können, wenn ich das gewollt hätte, um dort vielleicht ein bisschen zu grinden. Oder ich hätte Berufe farmen können. Aber nichts von den drei Sachen hat mich auch nur im Entferntesten angesprochen. Ich musste aufpassen, dass ich vor dem Bildschirm nicht einschlafe. Also, ihr werdet jetzt vielleicht sagen, das ist normal in einem MMO. Ein MMO besteht aus viel Grind und aus viel repetitiver Arbeit. Und ich sage dazu, ja, das war vor 20 Jahren vielleicht schon so, aber kann sich das denn nicht auch mal ändern? Muss das denn sein, dass es immer noch so ist? Ich sehe das bei meinen Bekannten, die immer noch New World spielen. Die spielen nichts anderes mehr, weil die keine Zeit dafür haben. Die spielen von morgens bis abends nur New World. Und das kann es nicht sein. Also bitte, wem es gefällt, der soll spielen. Für mich ist es dann offensichtlich nichts. Deshalb ist das Spiel auch nur auf Platz 5, weil ich durchaus anerkenne, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Ja, okay, aber trotzdem bin ich der Meinung, in einem Online-MMO darf sich das Gameplay auch irgendwann mal weiterentwickeln. Ich bin mal gespannt, ob das noch irgendwann passieren wird. Ja, Platz 4. Biomutant. Hatte ich mich auch sehr gefreut. Die Trailer sahen sehr cool aus. Auch das, was die Entwickler versprochen haben, sah sehr cool aus. Und dann hat man es halt gespielt und festgestellt, ui, das ist eindeutig kein AAA-Entwickler. Und ich will die Indie-Entwickler jetzt nicht schlechter reden, als sie sind. Wirklich nicht. Aber in diesem Spiel hatte man wirklich das Gefühl, da hat Budget gefehlt. Die Stimmen waren so in so einer kindischen Babysprache. Das hat man nur gemacht, um sich die Voice Actor zu sparen. Die Grafik fand ich anfangs noch ganz cool, aber ich habe mich dann auch ziemlich schnell dran satt gesehen und hat mich genervt. Alles dieses Kunterbunte und die merkwürdigen Gesichter der Kreaturen. Nein, das hat auch nicht gepasst. Und dann gab es dieses große Feature, dass man die Waffen modifizieren konnte. Das hat aber auch im Grunde nichts gebracht, weil ich hatte bereits am Anfang des Spiels eine Waffe gefunden, die war so OP, die hat mich eigentlich bis zum Ende gecarried. Also in dem Spiel hat irgendwie nicht zusammengepasst. Ich finde es sehr schade, weil das Grundgerüst war gut. Also die Idee dahinter war wirklich gut, aber in der Umsetzung hat es halt gehapert. Ein Beispiel, man konnte in der Welt feindliche Basen einnehmen. Und das lief immer nach dem gleichen Schema ab. Man musste selber noch nicht mehr viel tun, weil das war größtenteils eine Cutscene, wo man zwischendurch mal eine Taste drücken musste und dann ging es weiter. Oder man musste mal hier und da einen Gegner töten. Also auch der Schwierigkeitsgrad, ich hatte das Gefühl, das ist für Sechsjährige. Nein, also das hat überhaupt nicht gepasst. Also ich hoffe ein bisschen, dass ein zweiter Teil kommt, weil ich sehe durchaus Potenzial in dem Spiel, aber der erste Teil hat es nicht gebracht. Auf jeden Fall nicht für mich. Ja, auf Platz 3, Necromunda, Hired Gun. Hatte ich mich auch sehr drauf gefreut. Es ist schließlich ein Warhammer 40k-Spiel und es war ausnahmsweise mal kein rundenbasiertes Strategiespiel, sondern ein Ego-Shooter. Ein Ego-Shooter, der mich sehr an Doom erinnert hat in den Trailern. Ja, und dann hat man es selber gespielt und es hat sich furchtbar angefühlt. Die Waffen hatten zu wenig Wumms dahinter, die Nahkampfangriffe haben sich total merkwürdig angefühlt, die Animationen waren hakelig. Dann fand ich das Spiel auch noch sehr unfair, weil die Gegner ständig hinter einem gespawnt sind. Nein, also ich hatte nach dem dritten oder vierten Level, ich hab's nicht mehr ertragen, ich hab's dann deinstalliert. Die Idee dahinter ist wirklich gut. Was mir sehr gut gefallen hat, dass man seinen Charakter und vor allem auch seinen tierischen Begleiter modifizieren konnte und upgraden konnte. Das war eine coole Idee, aber nein, der Rest des Spiels hat einfach überhaupt nicht gepasst. Es hat mir nicht getaugt.
Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich finde es einfach auch wirklich schade, weil dieser Entwickler hatte vorher schon mal einen Ego-Shooter im 40k-Universum entwickelt. Und zwar Space Hulk Deathwing. Ein Koop-Multiplayer-Shooter, wie ich sagte, im Warhammer 40k-Universum. Hatte auch irre gute Ansätze, aber auch da hat das Gunplay nicht gepasst. Die Waffen haben sich viel zu schwach angefühlt. Und das verstehe ich nicht. Wenn doch ein Entwickler sich auf die Fahne schreibt, Ego-Shooter zu entwickeln, besonders im Warhammer 40k-Universum, dann müssen die Waffen doch ein Feeling haben. Das muss doch krachen ohne Ende. Aber das kriegen sie einfach nicht hin. Es fühlt sich einfach seelenlos an. Das Einzige, was sie wirklich gut hinkriegen bislang, sind die Welten, die Levels, das Design, die Grafik, das sieht wirklich gut aus. Also die Umgebung sieht wirklich fantastisch aus. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, nein, da hat mir auch Necromunda nicht gefallen. Vielleicht schaffen sie es ja im dritten Anlauf, mal gucken. Vielleicht wird es wieder ein 40k-Spiel, ich weiß es nicht. Es bleibt abzuwarten. Platz 2, Far Cry 6. Ja, wer mein Review gesehen hat, weiß, welche Probleme ich mit dem Spiel hatte. Die Charaktere waren absolut furchtbar. Die Grafik ist nicht mehr wirklich up-to-date. Dann dieser politische Korrektheit, die mir tierisch auf den Keks ging. Und ein bisschen weiterentwickeln darf sich Far Cry auch so langsam mal. Also diese Erfolgsformel, die ist auch langsam abgenutzt. Viel mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Schaut euch einfach mein Review an, wenn ihr genaueres wissen wollt. Mich hat das Spiel nur noch genervt. Ich habe es dann durchgespielt, aber wirklich glücklich war ich dabei nicht. Ich habe es halt durchgespielt, weil ich jedes Far Cry bislang durchgespielt habe. Und ich hätte mich geärgert, wenn ich es bei Teil 6 nicht getan hätte. Aber für Teil 7, und der kommt ja bestimmt, da erhoffe ich mir wirklich mehr. Ja, das soll es auch gewesen sein mit Far Cry. Kommen wir zu meiner größten Enttäuschung dieses Jahr. Und das war, wie ich es befürchtet hatte, schon vor einem halben Jahr, Battlefield 2042. In diesem Spiel passt einfach nicht zusammen. Die Charaktere, die Spezialisten, wollte keiner haben, will auch immer noch keiner haben. Mir gefällt das überhaupt nicht. Ich will meine alten Klassen zurück. Hinzu kommen noch Features, die eigentlich in jedem Spiel selbstverständlich sind, nur scheinbar bei Battlefield nicht mehr. Zum Beispiel ein Scoreboard. Oder warum kann ich nicht auf einen Blick erkennen, in welchem Squad ich mich befinde? Wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden spielen will, kann ich nicht auf einen Blick erkennen, dass ich mit denen in einem Squad bin. Ich muss extra noch in ein Menü darunter gehen, um das zu sehen. Das ist doch ein schlechter Scherz. Und so etwas von einem Entwickler wie DICE, der seit 20 Jahren in der Branche tätig ist und genug Erfahrung hat. Alleine schon die Minimap, auf der ich mich kaum selbst erkennen kann und ich jedes Mal sekundenlang suchen muss, wo ich mich überhaupt befinde. Was ist das denn für ein Design? Wer hat denn dieses User-Interface designt? Alleine schon die Modifikation für die Waffe, diese auszurüsten, ist unfassbar nervtötend. Wer hat denn da bitte das User-Interface designt? War das ein Praktikant? Ich habe da auch langsam kein Verständnis mehr für. Ich habe schließlich 120 Euro für dieses Spiel bezahlt. Ich erwarte jetzt auch mal was. Sicherlich, die Bugs werden gefixt. Aber über die Bugs reg ich mich noch nicht mal so auf. Ich reg mich über diese Designentscheidungen auf. Designentscheidungen, die ich einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Also jeder Gamer, der halbwegs Battlefield-Erfahrung hat, würde bessere Entscheidungen treffen. Die Spezialisten müssen weg. Die Maps müssen verkleinert werden. Die Spezialfähigkeiten müssen weg. Es müssen mehr Waffen her. Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, dass die Spieler auch mal eine Chance haben, in die Fahrzeuge zu steigen, bevor ein anderer die wegklaut. Das ist doch alles ein schlechter Scherz. Und jetzt gerade, in diesem Moment, wo ich die Audiospur aufzeichne, schickt mir eine Bekannte einen Screenshot von Twitter. Scheinbar ist dort ein Bild im Umlauf, welches einen neuen Skin zeigt, nämlich den Weihnachtsmann. Lass mich mal kurz einen Blick drauf werfen. Ja, es handelt sich um Boris, der eine Weihnachtsmannverkleidung trägt. Versteht DICE die eigene Playerbase nicht mehr? Wir wollen solche kindischen Skins nicht. Gebt uns Skins, die wie Soldaten aussehen. Ich verstehe es nicht. Wirklich, ich bin sprachlos. Nein, also das war für mich eine Riesenenttäuschung. Das Einzige, was ich dem Spiel zugutehalten will, ist die gute Grafik. Also grafisch, ich erwische mich jetzt immer noch dabei, wenn ich es mal spiele, dass ich einfach nur stehen bleibe und die Grafik genieße. Es sieht absolut fantastisch aus. Das ist etwas, was DICE beherrscht. Aber alles andere scheinen sie verlernt zu haben. Jetzt will ich mich auch nicht weiter aufregen. Das waren meine Flop 5 dieses Jahr. Dieses Jahr hat mich sowieso ein wenig enttäuscht. Also wirklich, ein Hammer-Spiel war nicht dabei. Es waren ein paar Spiele dabei, ja, die spiele ich ganz gerne zwischendurch mal. Aber es war kein Spiel dabei, was mich wirklich umgehauen hat. Welche Spiele mir halbwegs gefallen haben, das seht ihr in meinem Top 5 Video, das demnächst hochgeladen wird. Würde mich freuen, wenn ihr euch das auch anschaut. In diesem Sinne, macht's gut!